Ich bitte mein wertes Publikum, mir zu vergeben, wenn ich so frei bin, der Schilderung des folgenden Falles ein paar Bemerkungen voranzustellen. Dieser Fall, bei dem ich die Ehre hatte, meinen berühmten Freund Sherlock Holmes zu begleiten, war in mehrfacher Hinsicht außergewöhnlich, um nicht zu sagen einer der außergewöhnlichsten Fälle während unserer gesamten gemeinsamen Zeit, und diese Zeit war äußerst reich an ungewöhnlichen Ereignissen. Nur wenige davon haben meinen Freund Sherlock Holmes allerdings so nachhaltig beeindruckt, wie die Begebenheiten in dem Fall, von dem ich hier berichten möchte. Es wird Ihnen sicherlich nicht entgangen sein, dass die Ansichten meines Freundes Holmes über das schöne Geschlecht nicht gerade überragend positiv genannt werden konnten. Er als Mensch des klarsten und reinsten Geistes verabscheute die Trübung des Verstandes durch Emotionen, wie sie bei Frauen ja nur allzu häufig anzutreffen sind. Holmes' kritische Sichtweise des weiblichen Geschlechts enthielt nur eine einzige Ausnahme. Eine Frau, die für Sherlock Holmes immer die Frau sein wird. Ich habe ihn selten von ihr unter einem anderen Namen sprechen hören. In seinen Augen überstrahlt und beherrscht sie ihr ganzes Geschlecht. Nicht, dass er etwa ihr gegenüber ein Gefühl der Liebe empfunden hätte. Nein, nein, nein. Alle Arten von Gefühl und insbesondere dieses waren seinem kalten, präzisen und bewundernswert ausgewogenen Geist zuwider. Er war, wenn ich es so sagen darf, die perfekteste Denk- und Beobachtungsmaschine, die die Welt jemals gesehen hat. Aber als Liebhaber war er gänzlich ungeeignet. Er sprach niemals von den sanften Leidenschaften. Es sei denn mit Spott und Hohn. Niemals hätte er, der geübte Denker, solche Einflüsse auf sein bis ins Feinste justierte Seelenleben zugelassen. Einflüsse, die ihn hätten ablenken können und am Ende gar einer Lage gewesen wären, die Ergebnisse seiner denkerischen Arbeit auf eine zweifelhafte Bahn zu lenken. Sand in einem seiner empfindlichen Instrumente oder ein Sprung in einem seiner Vergrößerungsgläser wären bei einem Geist wie dem seinen weniger störend gewesen als eine starke Empfindung. Die Abneigung gegenüber jenem Geschlecht, das nicht nur selbst von der Empfindung mehr lebt als vom Verstande, sondern auch in der Lage ist, in einem Manne jene Empfindungen auszulösen, die den Denkapparat lahmzulegen vermögen, ist bei einem Menschen wie Holmes daher nur zu verständlich. Und doch gab es eine Frau, die das Wunder vollbrachte, den berühmten und grandiosen Sherlock Holmes nachhaltig zu beeindrucken. Ihr Name war Irene Adler, und ihr Andenken blieb uns stets so groß und geheimnisvoll wie die Umstände, die uns zu ihr führten. Sagen Sie mal, Watson, ja? Ist heute Donnerstag? Tja, Holmes. Gute Güte, wie die Zeit vergeht. Tja, warum fragen Sie, Holmes? Weil die Tatsache, dass wir heute Donnerstag haben, bedeutet, dass wir gleich Besuch bekommen werden. Holmes, das sagen Sie erst jetzt. Ich habe doch schon meinen Abendrock an. Wen erwarten wir denn um Gottes Willen und wann? Einen maskierten Mann um 7:45. Was? Ja, ja, mehr kann ich Ihnen nicht sagen, Watson, denn mehr weiß ich nicht. Ach, ein neuer Fall. Ja, zumindest lässt der Brief das vermuten. Welcher Brief denn? Na, der Brief, den ich gestern erhalten habe.
Wieso haben Sie denn nicht früher etwas gesagt? Sie waren so vertieft in Ihre Zeitung. Natürlich, Holmes, unentwegt und schon den ganzen Tag, nicht wahr? Hätten Sie denn die Freundlichkeit, mir den Brief zu zeigen? Aber selbstverständlich. Er liegt da drüben auf dem Kaminsims. Ja, wo denn, Holmes? Neben dem Pantoffel, Watson. Nein, nein, unter dem anderen Stapel. Holmes? Ja, der rosafarbene. Holmes, Holmes, Sie und Ihre verdammte Unordnung. Ist es das hier? Ja, er ist es. Ja. So, na. Also, was ist es hier? Sehr geehrter Mr. Holmes, am Donnerstagabend um 7:45 wird Sie ein Gentleman aufsuchen, um Sie in einer Angelegenheit allergrößter Wichtigkeit zu konsultieren. Sie sind uns von den höchsten Stellen als vertrauenswürdig empfohlen worden. Seien Sie also zur genannten Stunde in Ihren Räumen und wundern Sie sich nicht, dass Ihr Besucher eine Maske trägt. Ja. Keine Unterschrift. Tja, sehr geheimnisvoll allerdings. Was glauben Sie, hat das zu bedeuten? Bis jetzt habe ich keinerlei Fakten. Ja, es wäre ein enormer Fehler, irgendwelche Theorien aufzustellen, ehe man die geringsten Fakten hat. Ohne es zu merken, dreht man am Ende die Fakten so, dass sie zu den Theorien passen, statt die Theorien so aufzustellen, dass sie zu den Fakten passen. Also, das Einzige, was wir bisher haben, ist der Brief selbst, um irgendwelche Schlüsse zu ziehen. Und, was sagen Sie zu dem Brief, Watson? Tja, was soll ich dazu sagen? Es ist ein Brief. Ach, Watson, 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 es ist ein Jammer mit Ihnen. Sie sehen, aber Sie beobachten einfach nicht. Wie viele Male sind Sie zum Beispiel schon die Treppe zu unserem Zimmer hier hochgegangen? Keine Ahnung, ein paar hundert Mal wahrscheinlich. Und wie viele Stufen hat diese Treppe? Ach, Holmes, wie viele Stufen? Ich habe keine Ahnung. Ja, sehen Sie, Watson, das meine ich. Sie haben sie gesehen, aber nicht beobachtet. Ich weiß, dass diese Treppe genau 17 Stufen hat, weil ich sie nicht nur gesehen, sondern eben auch beobachtet habe. Nicht wahr? Und ebenso wie unsere Treppe das Geheimnis von 17 Stufen offenbart, wenn man sie nur ein wenig genauer betrachtet, verrät uns dieser Brief einiges über denjenigen, der ihn geschrieben hat. Vorausgesetzt, man schaut genau hin. Also was, Watson, können Sie an diesem Brief beobachten? Naja, der Mann, der das geschrieben hat, dürfte einigermaßen mit Reichtum gesegnet sein, schätze ich. Hier, schauen Sie mal. So ein Papier, das kostet bestimmt eine halbe Krone, das Päckchen. Ja, sehr gut, Watson. Es ist irgendwie ungewöhnlich dick und fest. Ja, ungewöhnlich. Das ist das richtige Wort. Es ist so ungewöhnlich, dass ich mir sicher bin, dass es kein englisches Papier ist. Halten Sie es mal gegen das Licht. Ja. Ach, ein Wasserzeichen. Moment. Ein großes E mit einem kleinen G und dann ein... Tja, was ist das? Ja, dann ein großes P und ein... Ja, ein großes G. Tja, und was verrät uns das, Holmes? Was verrät es Ihnen, Watson? Tja, das Monogramm des Herstellers vielleicht. Gar nicht schlecht, Watson. Und wer ist der Hersteller? Also, Holmes, da verlangen Sie ein bisschen viel von mir. Ich pflege mich nur äußerst selten intensiv mit den Feinheiten der Papierindustrie zu beschäftigen. Das ist auch überhaupt nicht nötig. Alles, was wir wissen müssen, verraten uns diese vier Buchstaben. Also mir verraten Sie gar nichts. Aber ich würde mich sehr geehrt fühlen, wenn Sie mich an Ihren Erkenntnissen teilhaben ließen. Das große G steht mit hoher Wahrscheinlichkeit für das deutsche Wort Gesellschaft. Mhm. Eine in deutschsprachigen Ländern ebenso gebräuchliche Abkürzung wie bei uns das Co für Company. Wir können also davon ausgehen, dass wir es mit einem Papierhersteller aus Deutschland zu tun haben oder zumindest aus einem deutschsprachigen Land.
Deshalb dürfen wir auch annehmen, dass das große P für Papier steht und die Buchstaben Groß E und Klein G die Abkürzung der Stadt sind, in der das Papier hergestellt wurde. Watson, seien Sie doch bitte so freundlich und reichen mir das Lexikon des Kontinents. Ja, Moment. Das Lexikon des Kontinents, ja. Ah, hier. So. Bitte sehr, Holmes. Verbindlichsten Dank, Watson. So, dann wollen wir mal sehen. Egeln, Egelsee. Ah, da haben wir es. Eger. Bekannt für seine Glasfabriken, die berühmte Papiermühle und als Schauplatz für Wallensteins Tod. Und es liegt in einem deutschsprachigen Land, in Böhmen, in der Nähe von Karlsbad. Na, Watson, was sagen Sie jetzt? Tja, das Papier wurde also in Böhmen hergestellt. Exakt. Tja, und was sagt uns das jetzt? Vorerst nicht viel. Aber wenn ich richtig höre, wird man uns nicht mehr allzu lange auf die Folter spannen. Ja? Unser maskierter Freund ist nobel gekleidet, Watson. Und seine Kutsche zeugt auch nicht gerade von Armut. Zwei Spänner, schöne Tiere, bestimmt 150 Guineas das Stück. Auf jeden Fall lässt sich mit Gewissheit sagen, dass in diesem Fall eine ganze Menge Geld steckt. Was wahrscheinlich gleichzeitig bedeutet, dass er nicht übermäßig interessant sein dürfte. Mein Gott, Holmes, und weil Sie so spät Bescheid gesagt haben, da hatte ich jetzt noch nicht einmal Zeit, mir etwas Anständiges anzuziehen. Bleiben Sie ruhig, Watson. Ich bin mir sicher, unserem neuen Klienten geht es vordringlich um unsere inneren Werte. Herein! Mr. Sherlock Holmes, vermute ich. Sie vermuten richtig. Bitte setzen Sie sich. Danke. Darf ich Ihnen meinen Freund und Kollegen Dr. Watson vorstellen? Der Doktor ist so freundlich, mir gelegentlich bei meinen Fällen zu helfen. Guten Tag. Ich gehe davon aus, dass Ihr Freund ein Mann der Ehre und Diskretion ist, Mr. Holmes. Denn ich muss mit Ihnen über eine Angelegenheit höchster Wichtigkeit sprechen. Falls nicht, würde ich eine Unterredung mit Ihnen allein vorziehen. Selbstverständlich werde ich mich zurückziehen. Sie bleiben, Watson. Entweder Sie reden mit uns beiden oder mit keinem von uns. Sie können in Gegenwart dieses Gentleman alles aussprechen, das Sie mir mitzuteilen haben. Dann muss ich es wohl in Kauf nehmen. Aber ich muss Sie beide zunächst zu absoluter Geheimhaltung für die Dauer von mindestens 20 Jahren verpflichten. Es handelt sich nämlich um eine Angelegenheit von solchem Ausmaß, dass dadurch unter Umständen die Geschichte ganz Europas beeinflusst wird. Ich schwöre absolute Geheimhaltung. Ja, ich schließe mich an. Gut, zunächst muss ich Sie bitten, die Maske zu entschuldigen. Aber ich reise in höchstem Auftrag und mein Auftraggeber wünscht, dass ich unerkannt bleibe. Die Sache ist nämlich sehr delikat, müssen Sie wissen. Und es muss nur jede erdenkliche Vorsichtsmaßnahme getroffen werden, um einen Skandal zu verhindern. Ein Skandal würde ernsteste Auswirkungen auf die Königshäuser Europas haben. Um genauer zu sein... Ich bitte darum. Um genauer zu sein auf das königliche Haus derer von Ormstein, der erblichen Könige von Böhmen. Ich vermutete das bereits. Aber wie... Wenn Majestät jetzt so freundlich wären, den Fall zu erläutern, würde es mir wahrscheinlich leichter fallen, Ihnen einen geeigneten Rat zu erteilen. Holmes! Woher können Sie das wissen? Woher ich weiß, dass mein Gegenüber Wilhelm Gottsreich Sigismund von Ormstein ist, der Großherzog von Kassel-Felstein und Erbkönig von Böhmen? Nun, Majestät, Sie haben es mit Sherlock Holmes zu tun. Und gestatten Sie mir den Hinweis, eine simple Maske verbirgt nicht den Reichtum und die Stellung, die Ihre Kleidung und Ihre Kutsche für jedermann in London zur Schau stellen. Sie sind mir nicht umsonst empfohlen worden, Mr. Holmes. Es ist wahr, ich bin der König von Böhmen. Majestät. Ja, ja, schon gut. Ich bin es einfach nicht gewöhnt, mich um solche Dinge selbst zu kümmern, Mr. Holmes. Üblicherweise lasse ich delikate Angelegenheiten von anderen erledigen, aber diese Sache ist so empfindlich, dass ich mich niemandem anvertrauen konnte. Darum bin ich inkognito von Prag hierher gekommen, um Sie zu konsultieren. Vor einigen Jahren, als ich noch Kronprinz war, machte ich Bekanntschaft mit einer Dame namens Irene Adler. Der
Opernsängerin? Sie kennen Irene? Nein, 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 nicht persönlich. Ich habe sie nur einmal auf der Bühne gesehen, vor ein paar Jahren. Eine wunderbare Stimme. Ja, das ist wahr. Sie hat überall gesungen. An der Skala, in Warschau, auf der ganzen Welt. Allerdings habe ich jetzt schon lange nichts mehr von ihr gehört oder über sie gelesen. Sie hat sich zur Ruhe gesetzt, hier in London, auf dem Höhepunkt ihrer Karriere. Kein Mensch weiß warum. Och, wie bedauerlich. Meine Herren, wäre es wohl möglich, zum Thema zurückzukehren? Natürlich, Mr. Holmes. Als wir uns damals kennenlernten, eilte Irene der Ruf voraus, bereits einige Affären gehabt zu haben. Das reizte mich und nun, um es kurz zu machen, ich wurde eine davon. Diese Frau hat mich fasziniert. Ein unglaubliches Temperament, verbunden mit einer solchen Schönheit und Intelligenz. Ich verstehe. Und nun geht es Ihnen wahrscheinlich darum, die kompromittierenden Briefe zurückzuerhalten, die Sie der Dame damals geschrieben haben. Genau. Aber woher? Kam es zu einer geheimen Eheschließung? Nein. Keine rechtsgültigen Papiere oder sonstigen Urkunden? Keine. Dann verstehe ich nicht, warum Sie mich aufsuchen, Majestät. Wenn diese Dame versuchen sollte, die Briefe für eine Erpressung oder ähnliche Dinge einzusetzen, kann sie durch nichts deren Echtheit beweisen. Aber die Handschrift? Eine Fälschung. Und mein privates Briefpapier? Gestohlen. Mein Siegel? Nachgemacht. Meine Fotografie? Gekauft. Wir sind beide auf der Fotografie zu sehen. Nun, das ist schlecht. Sehr schlecht sogar. Ich war wahnsinnig vor Liebe. Völlig verrückt. Außerdem war ich damals nur Kronprinz und hatte keinerlei Verantwortung zu tragen. Und ich war jung, Mr. Holmes, sehr jung und unerfahren. Das Foto muss natürlich zurückbeschafft werden. Das habe ich bereits vergeblich versucht. Sie müssen es ihr abkaufen, Majestät. Sie will es nicht verkaufen. Dann muss es gestohlen werden. Es wurden schon 5 diesbezügliche Versuche unternommen. 2-mal habe ich Einbrecher bezahlt, um Irenes Haus zu durchsuchen. 1-mal haben wir ihr Gepäck umgeleitet, als sie auf einer Reise war. Und 2-mal hat man ihr aufgelauert, um sie zu berauben und dabei nachzuschauen, ob sie das Bild bei sich trägt. Alles ohne Ergebnis. Nicht der geringste Hinweis? Nicht der geringste. Das ist wirklich ein nettes kleines Problem, Majestät. Für mich ist es ein äußerst ernstes Problem, Mr. Holmes. Ohne jeden Zweifel. Was beabsichtigt die Dame denn mit der Fotografie zu tun? Sie will mich ruinieren. Und wie will sie das tun? Ich stehe im Begriff, mich zu verheiraten. Meine Braut ist Clotilde Lottmann von Sachsen-Meiningen, die 2. Tochter des Königs von Skandinavien. Ihre Familie hat sehr strenge moralische Grundsätze. Und schon der leiseste Hauch eines Skandals würde dazu führen, dass diese Verlobung auf der Stelle aufgehoben wird. Und Irene Adler? Irene droht damit, der Familie meiner Braut die Fotografie zu schicken. Und sie wird es tun. Ich garantiere Ihnen, dass sie es tun wird. Sie kennen sie nicht. Sie hat das schönste Gesicht aller Frauen, aber den Verstand des entschlossensten aller Männer und eine Seele aus Stahl. Es gibt nichts, was sie nicht tun würde, um mich davon abzuhalten, eine andere Frau zu heiraten. Nichts. Und sind Sie sich sicher, dass sie die Fotografie noch nicht abgeschickt hat? Absolut. Was lässt Sie in diesem Punkt so sicher sein? Ich bin mir sicher, weil Irene mir mitgeteilt hat, dass sie sie an dem Tag abschicken wird, an dem die Verlobung öffentlich proklamiert würde. Und das wird am Montag geschehen. Sehr gut. Dann bleiben uns ja noch 3 Tage. Darf ich daraus schließen, dass Sie sich meiner Sache annehmen werden? Das dürfen Sie, Majestät. Was das Finanzielle betrifft... Sie haben absolut freie Hand, Mr. Holmes. Ich würde Ihnen sogar eine der Provinzen meines Königreiches überlassen, wenn Sie mir diese Fotografie beschaffen. Das wird wohl nicht nötig sein, Majestät. Ich habe eine kleine Anzahlung mitgebracht für Ihre Auslagen. Holmes, es sind ja... 300 Pfund in Gold und 700 in Scheinen. Ich denke, das wird die ersten Auslagen abdecken, Majestät. Wenn Sie noch so freundlich wären, mir die Adresse von Miss Adler mitzuteilen. Aha, ja, Bryony Lodge,
Serpentine Avenue, St. John's Wood, danke. Ich werde mich mit Ihnen in Verbindung setzen, sobald ich Neuigkeiten habe. Sie finden mich in Langham unter dem Namen Baron von Kramm. Und ich hoffe inständig, dass Ihre Nachricht nicht allzu lange auf sich warten lässt, Mr. Holmes. Ich werde tun, was ich kann, Majestät. Meine Herren. Auf Wiedersehen, Majestät. Holmes, 1.000 Pfund als Anzahlung. Ja, Watson, ich sagte doch, ein Fall, in dem wenig Spannung steckt, aber viel Geld. Es ist doch erbärmlich, dass man einen Sherlock Holmes zu Rate zieht, um Probleme mit irgendwelchen Frauengeschichten zu bereinigen. Naja. Ja, aber immerhin ist es der König von Böhmen, der Sie um eine solche Bereinigung bittet. Und das Geld, das er dafür zahlt, na, das ist wirklich königlich. Wahrscheinlich haben Sie recht, Watson. Manchmal muss man einfach die Zähne zusammenbeißen. Und für sein Geld arbeiten. Ich muss gestehen, ich war einigermaßen überwältigt von diesem Besuch. Ein leibhaftiger König bei uns in der Baker Street. Natürlich hatte Sherlock Holmes des Öfteren hochrangige Klienten. Aber wann sitzt schon einmal der König von Böhmen vor dem eigenen Kamin? Ganz im Gegensatz zu meiner Begeisterung schien Holmes Interesse für diesen Fall eher bescheiden auszufallen. Da ihm leidenschaftliche Affären vollkommen fremd waren, hielt sich auch seine Begeisterung in Grenzen. Nun, die Spuren einer solchen Affäre beseitigen zu müssen. Das dachte ich zumindest. Aber offensichtlich hatte ich mich getäuscht. Denn als ich am nächsten Morgen aufstand, war Holmes bereits aus dem Haus. Eine kurze Notiz informierte mich darüber, dass ich zur Bryony Lodge kommen sollte. Was ich nach einem hastigen Frühstück unverzüglich tat. Miss Adlers Anwesen war ein wahres Prachtstück von einer Villa, einer Künstlerin ihres Ranges, durchaus angemessen. Vorne reichte das zweistöckige Haus direkt bis zur Straße und hinter dem Gebäude erstreckte sich ein weitläufiger Garten. Ich stieg aus der Droschke und erwartete, irgendwo Holmes anzutreffen. Stattdessen wurde ich von einem heruntergekommenen Stallknecht belästigt, der auf der Straße herumlungerte. Bitte sehr. Danke, Sir. Hey, ja! Sir. Yeah, Sir. Meinen Sie mich? Ah, Sir, bitte. Auf ein Wort. Guter Mann, ich habe wenig Zeit. Ich bin verabredet. Was wollen Sie? Geld? Aber nein, Sir. Was glauben Sie, Sir? Ich kann mir mein Geld selbst verdienen. Na, umso besser. Dann möchte ich Sie bitten, mich nicht länger zu belästigen. Ich bin, wie gesagt, verabredet. Ich weiß, Sir. Nämlich mit mir, Sir. Mit Ihnen? Ach, Watson, wenn Sie sich nur nicht immer so leicht täuschen lassen würden. Holmes! In der Tat, Watson. Aber sagen Sie es nicht zu laut. Hier in der Straße bin ich nämlich der Stallknecht Charlie. Sie wissen doch, als einfacher Mann erfährt man am leichtesten, was man wissen will. Ja, ich bin ja vollkommen verwirrt. Aber warum ausgerechnet als Stallknecht, Holmes? Ach, Furcht, dieser Geruch. Stallburschen sind untereinander sehr aufgeschlossen, Watson. Ich habe hier im Serpentine-Mietstall beim Abreiben der Pferde und beim Ausmisten des Stalls geholfen. Und als Gegenleistung 2 Pence, ein Glas Ale und ein bisschen billigen Tabak bekommen. Tja, na, ich bin begeistert, Holmes. Ich sehe es. Tja, hoffentlich war Ihr Morgen auch hinsichtlich unseres Falles ein wenig ertragreich. Aber natürlich, Watson. Ich kenne jetzt Miss Adlers gesamte Biografie. Und nebenbei bemerkt auch die Biografien von einem halben Dutzend anderer Nachbarn, die mich nicht im geringsten interessiert haben.
Und was haben Sie über Miss Adler erfahren? Zum Beispiel, dass sie hier im Viertel allen Männern den Kopf verdreht hat. Sie ist das süßeste Ding auf diesem Planeten. Da sind sich alle Stallburschen der Gegend einig. Ansonsten lebt sie sehr ruhig, fährt jeden Tag um 5 aus und kommt 7:00 zurück zum Dinner. Und sie hat nur einen einzigen männlichen Besucher, der allerdings regelmäßig kommt. Jeden Tag mindestens einmal. Er ist dunkelhaarig, hübsch und macht ganz schön was her, wie man mir sagte. Sein Name ist Godfrey Norton. Er ist Anwalt. Aha, sehr interessant. Und wollen Sie mir vielleicht verraten, wie uns diese Informationen dabei behilflich sind, die kompromittierende Fotografie zu beschaffen? Aber Watson, das ist doch offensichtlich. Ein Anwalt, der Miss Adler täglich besucht. Welche Möglichkeiten gibt es da? Ist sie seine Klientin, seine Freundin oder seine Geliebte? Oder ist er vielleicht sogar ihr Komplize und verspricht sich etwas von der Erpressung des böhmischen Königs? Auf jeden Fall ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass sie ihm die Fotografie anvertraut hat. Nicht wahr? Denn offensichtlich trägt sie sie ja weder bei sich, noch ist sie in ihrem Haus zu finden. Also wollen Sie bei diesem Godfrey Norton suchen? In der Tat, Watson. Das erscheint mir im Moment am sinnvollsten. Hallo, wen haben wir denn da? Warten Sie hier, ich bin sofort wieder zurück. Der Beschreibung nach könnte es Mr. Norton sein. Ich bin mir sogar ganz sicher, dass er es ist. Und wie es aussieht, ist er sehr in Eile. Hey Charlie, bist du immer noch hier? Ich dachte, du wolltest deine 2 Pence so schnell wie möglich versaufen gehen. Bin gerade unterwegs zum Pub, Pete. Du hör mal, was ist denn das für einer? Keine Ahnung. Der wollte irgendwas mit dem Weg wissen und dann hat er sich festgequatscht. Ja, dann vielen Dank auch für die Informationen, guter Mann. Auf Wiedersehen. Na, Gott sei Dank, dass du den los bist. Immer diese feinen Pinkel. Wem sagst du das? Ich muss jetzt mal noch ein bisschen was arbeiten. Sehen wir uns nachher im Pub? Na klar. Bis später dann. Bis später, Pete. Ist er weg? Ja, Watson, Sie können wieder herkommen. Na, das war knapp, Holmes. Beinahe wäre Ihre Tarnung aufgeflogen. Es gibt Schlimmeres, Watson. Ah, wie ich sehe, ist Mr. Norton wirklich außerordentlich in Eile. Nur ein so kurzer Besuch? Fahren Sie wie der Teufel, Mann. Erst zu Gross & Hankies in der Regent Street und dann zur Santa Monica Kirche in der Edgware Road. Warum nur diese ungewöhnliche Eile? Offensichtlich ist er nicht der Einzige, der es eilig hat. Da, sehen Sie bei Holmes. Broschke? Schnell zur Santa Monica Kirche, Edgware Road. Sie kriegen einen halben Sovereign, wenn wir in 20 Minuten da sind. Was geht denn da vor, Holmes? Ich habe keine Ahnung, Watson. Aber ich empfehle dringend, dass wir uns zur Santa Monica Kirche begeben sollten, um es herauszufinden. Droschke! Wir sprangen in die nächste Droschke. Der Kutscher beäugte uns kritisch. Ein gut situierter Herr in Begleitung eines schäbigen Stallburschen waren nicht unbedingt die Fahrgäste, die er täglich transportierte. Holmes konnte ihn mit Hilfe einer Münze allerdings rasch dazu bewegen, seine kritische Begutachtung einzustellen und sich in schneller Fahrt auf dem Weg zur Santa Monica Kirche zu machen. Wir jagten durch die Straßen von London und kamen an der Kirche gerade noch rechtzeitig an, um zu sehen, wie Miss Adler und Mr. Norton sie gemeinsam betraten. Holmes entlohnte unseren noch immer staunenden Kutscher und dann folgten wir den beiden. Als wir uns leise in die menschenleere Kirche schlichen, standen Miss Adler und ihr Anwalt vorne am Altar und führten eine offensichtlich heftige Diskussion mit einem Geistlichen. Hier hinten in die Bank, Watson. Wir dürfen nicht auffallen. Aber mir wurde gesagt, das sei kein Problem. So,
Es tut mir leid, aber ohne Zeugen kann ich nichts für Sie tun. Ich dachte, es wäre alles vorbereitet. Was das war es ja auch. Und wenn man mir nicht diese falsche Auskunft gegeben hätte, dann gäbe es jetzt uns überhaupt kein Problem. Und was machen wir jetzt? Warum kann man es nur so eilig haben, wo soll ich denn in eine Kirche zu fahren? Um genau das herauszufinden, sind wir ja hergekommen, Watson. Da, ganz hinten, in der letzten Reihe. Ich glaube, man hat uns entdeckt. Schnell, Watson, Kopf runter! Was? Den Kopf runter! Entschuldigen Sie, Mr. Miller, Sir, Charlie Miller. Ich bin nur hier, um mich ein bisschen aufzuwärmen, Sir. Ich hab nichts Böses vor, wenn Sie das denken. Nein, nein, das unterstellt Ihnen ja auch niemand. Mr. Miller, ich kann Ihnen jetzt nicht alles erklären, aber ich brauche dringend Ihre Hilfe und die Hilfe Ihres Freundes hier. Ich fürchte, Sir, mein Freund kann Ihnen nicht helfen, Sir. Der schläft nämlich. Ist ein bisschen betrunken. Ja, wissen Sie. Ach so, na dann. Reverend, reicht auch ein Zeuge, der andere schläft. Ja, ja, bringen Sie ihn nur schnell her. Wären Sie wohl so freundlich, mich zum Altar zu begleiten, Mr. Miller? Meine Verlobte und ich wollen heiraten. Und nun sagt uns der Reverend, dass wir dringend einen Zeugen für die Trauung benötigen. Wären Sie wohl so freundlich, uns auszuhelfen? Oh, still, Watson. Na klar, Sir. Kein Problem, Sir. Dann kommen Sie bitte mit. Hier haben wir unseren Trauzeugen. Wie ist dein Name, mein Sohn? Miller, Sir. Charlie Miller. Ich bin Stallknecht. Reverend, Sir. Hallo, Mr. Miller. Es ist sehr nett, dass Sie uns helfen wollen. Ja, das mache ich doch gern, Ma'am. Gut, Charlie Miller. Ich werde jetzt dieses junge Paar hier trauen. Und wir brauchen jemanden, der uns hinterher mit seiner Unterschrift auf einem Blatt Papier bestätigt, dass ich das getan habe. Du kannst doch schreiben, oder? Mein Name schon, Sir. Sehr gut, dann können wir ja weitermachen. Entschuldigen Sie, Reverend, aber könnten wir es wohl möglichst kurz halten? Ich bin nämlich sehr in Eile. Ja, wenn Ihr Fräulein Braut nichts dagegen einzuwenden hat. Das habe ich nicht, Reverend. Machen Sie am besten alles so schnell wie möglich. Nun, das ist zwar sehr ungewöhnlich, aber bitte, wenn Sie es wünschen. Wollen Sie Irene Adler, den hier anwesenden Gottfried Norton, zu Ihrem vor Gott angetrauten Ehemann nehmen, ihn ehren und ihm treu sein, bis dass der Tod euch scheidet? Ich will. Und wollen Sie, Gottfried Norton, die hier anwesende Irene Adler zu Ihrem vor Gott angetrauten Eheweib nehmen, sie ehren und ihr treu sein, bis dass der Tod euch scheidet? Ich will! Nun, dann erkläre ich Sie hiermit zu Mann und Frau. Mr. Norton, Mrs. Norton, ich gratuliere. Danke. Und wo muss ich jetzt unterschreiben? Einen Augenblick, mein Sohn, nicht ganz so schnell. Haben Sie die Urkunde, Mr. Norton? Ja. Natürlich. So, mein Sohn, jetzt unterschreibe ich hier. So, und du hier. Na, dann wäre ja alles erledigt. Hier haben Sie einen Souverän, Mr. Miller. Und hier ist noch einer für Ihren Freund, wenn er wieder aufwacht. Sie haben uns wirklich sehr geholfen. Ich danke Ihnen. Och, das war doch keine große Sache, Ma'am. Größer als Sie glauben, guter Mann. Ohne Ihre Hilfe hätte ich dieses Paar nicht trauen dürfen. Ach, wirklich? Warum denn nicht? Das ist zu kompliziert, um es einem einfachen Mann wie Ihnen zu erklären, Mr. Miller. Aber seien Sie gewiss, dass Sie heute eine gottgefällige Tat getan haben. Wenn Sie es sagen, Reverend. Gut, also nochmals besten Dank, Mr. Miller. Und auf Wiedersehen. Sie entschuldigen, Reverend, aber ich habe heute noch ein paar dringende Termine. Das verstehe ich, mein Sohn. Ich habe auch noch eine Predigt vorzubereiten. Also dann, auf Wiedersehen. Komm, Irene. Auf Wiedersehen. Droschke! Gut, Irene, du weißt, ich muss zurück ins Gericht. Ich sehe dich dann heute Abend. Warte nicht mit dem Dinner auf mich, es wird spät. Ist gut, Godfrey. Sie können Ihren Kopf wieder heben, Watson. Im verbindlichsten Dank.
So, Holmes, ich bin also ein bisschen betrunken, ja? Ja, das war eine Notlüge, Watson. Warum sollte ich eigentlich mein Gesicht verstecken? Watson, ganz London kennt Sie als meinen treuen Begleiter. Glauben Sie nicht, dass es verdächtig gewesen wäre, wenn neben einem armen Schlucker wie mir der berühmte Dr. Watson in der Kirchenbank sitzt? Da hilft mir selbst die beste Verkleidung nichts. Aber nicht, dass Sie am Ende auf den Gedanken kommen, mich demnächst auch in eins Ihrer Kostüme zu stecken, damit wir unerkannt durch die Straßen von London gehen können. Eine interessante Idee, Watson. Ach, übrigens, bei der Gelegenheit, hier, ein Sovereign für Sie. Von der frisch vermählten Mrs. Norton. Na, das scheint ja ein äußerst lukrativer Fall zu werden. Ja, und ein äußerst merkwürdiger noch dazu. Warum heiratet Miss Adler diesen Anwalt und versucht gleichzeitig ihren alten Liebhaber davon abzuhalten, sich zu verloben? Und warum diese Eile bei der Hochzeit und keine Gäste? Und seit wann lässt man nach der Trauung die Braut allein nach Hause fahren und geht wieder zur Arbeit? Bei so wenig Romantik können selbst Sie sich den Ehestand vorstellen, was, Holmes? Machen Sie keine schlechten Scherze, Watson. Tja, Holmes, ich fürchte, ich kann Ihnen da nicht helfen. Üblicherweise bin ich derjenige, der solche Fragen stellt. Und Sie derjenige, der die Antwort kennt. Eine merkwürdige Sache. Ja, ja. Sagen Sie, Watson, durfte ich Sie wohl um einen kleinen Gefallen bitten? Aber natürlich, Holmes, jederzeit. Und es würde Ihnen auch nichts ausmachen, wenn Sie dafür das Gesetz übertreten müssten? Nein, 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 nicht im geringsten. Oder dass Sie dafür ins Gefängnis kommen könnten? Na ja, wenn es einem guten Zweck dient, nicht. Das tut es, Watson. Na, dann bin ich Ihr Mann, Holmes. Ich wusste, dass ich mich auf Sie verlassen kann. Zu welchen illegalen Taten wollen Sie mich denn nun verführen, Holmes? Ich fürchte, Sie müssen sich noch einen Moment gedulden, Watson. Erst fahren wir nach Hause. Ich muss mich umziehen. Diese kleine Episode hier hat mich zu etwas inspiriert. Wie lange dauert das denn noch? Ach, diese Soutane, ich werde noch wahnsinnig. Ich bin sofort fertig, Watson. Können Sie mir denn nicht wenigstens verraten, wo wir gleich hinwollen? Ah ja, zur Bryony Lodge. Ich dachte, Sie vermuten die Fotografie bei dem Anwalt. Mitunter muss man seine alten Glaubenssätze überdenken, mein Sohn. Holmes, meine Güte. An Ihnen ist ja ein echter Pfarrer verloren gegangen. Wenn ich nicht genau wüsste, dass Sie es sind, würde ich auf der Stelle auf die Knie fallen und alle meine Sünden bekennen. Später, Watson, später. Also gut, Holmes, dann weihen Sie mich doch bitte ein. Warum haben Sie sich als Geistlicher verkleidet? Und was wollen wir bei Miss Adlers Villa? Mrs. Nortons Villa. Gut. Also, was wollen wir bei Mrs. Nortons Villa, wo die Fotografie doch beim Anwalt liegt? Liegt sie da wirklich, Watson? Nachdem sich nun herausgestellt hat, dass Mr. Norton offensichtlich mehr als ein Anwalt für Irene Adler ist, habe ich berechtigte Zweifel daran, dass sie ihm eine Fotografie zur Aufbewahrung überlässt, die sie mit einem verflossenen Liebhaber zeigt. Ja, und wo ist sie dann? Wenn Sie sich erinnern, betonte unser Klient die Intelligenz von Miss Adler, respektive Mrs. Norton. Ich halte es durchaus für möglich, dass sie die Fotografie an einer Stelle in ihrem Haus aufbewahrt, die die Einbrecher des Königs nicht entdeckt haben. Ich halte das sogar für sehr wahrscheinlich. Sie trägt das Foto mit Sicherheit nicht bei sich, da man ihr bereits zweimal aufgelauert hat. Andererseits kann es auch nicht allzu weit entfernt sein, dass sie ja plant, es in 2 Tagen einzusetzen. Nicht wahr? Ein Schließfach bei einer Schweizer Bank ist daher eher unwahrscheinlich. Nein, 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 Watson. Ehe wir weitere Schritte unternehmen, gedenke ich daher herauszufinden, ob sich das Bild in der Bryony Lodge befindet. Aha. Tja. Und wie wollen Sie das in dieser Kleidung herausfinden, Holmes? Wollen Sie Miss Adler so lange mit den Qualen des Höllenfeuers drohen, bis sie Ihnen verrät, wo sie die Fotografie versteckt hält? Nun ja, mit dem Höllenfeuer liegen Sie gar nicht so falsch. Ach, Sie scherzen, Holmes. Keineswegs, Watson.
Sie wollen also Ihr Haus untersuchen? Nein, Watson. Wie Sie bereits sagten, vertraue ich darauf, dass Irene Adler uns selbst verrät, wo sie das Bild versteckt hat. Ja, aber warum sollte sie uns das verraten? Weil sie gar keine andere Wahl hat, Watson. Ich geb's auf, Holmes. Nun sagen Sie mir einfach, was Sie vorhaben. Gut. Sie erinnern sich hoffentlich, dass ich heute in Erfahrung bringen konnte, dass es zu Miss Adlers Gewohnheiten gehört, täglich das Haus um 5 zu verlassen und um 7 zurückzukehren. Ja. Richtig? Richtig. Nach dieser sachlichen Trauungszeremonie habe ich keinerlei Zweifel, dass sich die Gestaltung Ihres heutigen Tagesablaufs hinsichtlich der nachmittäglichen Ausfahrt von anderen Tagen unterscheiden wird, nur weil sie jetzt Mrs. Norton ist. Wir müssen rechtzeitig bei Ihrem Haus sein, um Sie bei Ihrer Rückkehr abzupassen. Aha. Und wozu denn? Wäre es nicht viel sinnvoller, das Haus zu durchsuchen, während sie fort ist? Nicht, wenn wir Sie dazu bringen wollen, uns Ihr Geheimnis selbst zu verraten. Tja, aber ich weiß immer noch nicht, wie Sie das anstellen wollen. Dann hören Sie zu, Watson. Wir werden ein paar Bettler dafür bezahlen, dass Sie die Dame beim Verlassen der Kutsche nach ein paar Münzen fragen und sie bedrängen. Und dann komme ich ins Spiel. Ich als unverdächtiger geistlicher Herr werde der Dame zur Hilfe eilen. Die Bettler werden mich niederschlagen und fortlaufen und Mrs. Norton wird mich aufgrund meiner Verletzung in ihren Salon bringen lassen. Aber Holmes, woher wissen Sie das denn? Vertrauen Sie mir, Watson. Die Reaktionen einer Frau sind für mich vorhersehbar wie der Mechanismus eines Uhrwerks. Na, wenn Sie meinen, Holmes... Ich meine, Watson, die Fenster des Salons gehen zur Straße. Sobald man mich dorthin gebracht hat, werde ich Atemnot vortäuschen, so dass man die Fenster öffnen wird. Sie, Watson, werden sich in der Nähe dieser Fenster aufhalten und mich beobachten. Verstanden? Ja, ja. Sobald ich meinen Arm hebe, werden Sie eine Rauchpatrone in den Salon werfen und Feuer rufen. Und dann laufen Sie auf die andere Straßenseite und warten dort auf mich. Können Sie mir folgen? Ja, vollkommen, Holmes. Nur weiß ich immer noch nicht, wie uns dieses Theaterspiel zur Fotografie führen soll. Aber Watson, das liegt doch auf der Hand. Wenn eine Frau denkt, dass ihr Haus brennt, ist es ihr Instinkt, augenblicklich dorthin zu gehen, wo sich das Wertvollste befindet, das sie hat. Es ist ein überwältigender Impuls und ich habe bereits mehr als einmal Nutzen daraus gezogen, im Darlington-Skandal zum Beispiel und auch beim Answers Castle-Fall. Eine verheiratete Frau greift als erstes nach ihrem Baby, eine unverheiratete nach ihrem Schmuck. Und es ist doch wohl klar, dass die Dame, von der wir hier sprechen, mit hoher Wahrscheinlichkeit nichts Wertvolleres im Hause haben wird als die Fotografie, mit der sie die Geschichte Europas beeinflussen kann. Ja, sie wird sofort zu dem Ort gehen, wo sie die Fotografie aufbewahrt. Und Sie glauben wirklich, das funktioniert? Ich bin mir sogar ganz sicher. Und jetzt müssen wir uns beeilen. Es ist schon kurz nach 6 und wir müssen in der Serpentine Avenue noch unsere Statisten zusammensuchen. Ich muss gestehen, Holmes Verkleidungskünste waren wirklich spektakulär. Es war nicht nur die Verkleidung, die bis ins kleinste Detail stimmte. Holmes schlüpfte förmlich in eine neue Haut. Die Gestik, die Mimik, ja sogar die Stimme entsprachen hundertprozentig der Figur, die er gerade darzustellen beabsichtigte. Auch jetzt waren es nicht nur die ausgebeulten Hosen und das weiße Bäffchen, die aus Holmes einen Geistlichen machten. Es waren sein sanfter Tonfall, das sympathische Lächeln und die Ausstrahlung spiritueller Verklärung, die ihn wie die Bilderbuchausgabe eines Pfarrers erscheinen ließen. Wäre der Welt an Sherlock Holmes aus irgendeinem unerfindlichen Grund der grandiose Kriminalist verloren gegangen, was Gott sei Dank nicht der Fall war, so wäre er ihr doch auf jeden Fall als genialer Schauspieler erhalten geblieben. Wenn ich auch immer wieder von Holmes Verkleidungskünsten begeistert war, so war ich doch keineswegs davon überzeugt, dass sein Plan diesmal funktionieren würde. Noch dazu war er gefährlich. Wer sagte uns denn, dass die Statisten, die er für seine kleine Charade zu engagieren beabsichtigte, ihn nicht tatsächlich ernsthaft verletzen oder ausrauben würden?
beim einfachen Volk herrschen raue Sitten. Darauf hatte ich Holmes bereits mehrfach hingewiesen. Aber wie stets blieben meine Warnungen auch in diesem Fall ungehört. Also, haben das jetzt alle verstanden? Ja, Sir. Ich habe nur noch nicht verstanden, was das Ganze soll, Sir. Es soll ein Scherz sein. Und warum sollen wir sie am Ende schlagen? Das gehört dazu. Und wenn ihr keine weiteren Fragen stellt, gibt es für jeden 2 Pence extra. Ah, na dann. Meine Herren, es geht los. Da kommt die Kutsche. Bitte sehr, Ihr Auftritt. Watson, sind Sie in Position? Ja, Holmes. Hoffentlich geht alles gut. Sie alter Pessimist! Schauen Sie nur, wie überzeugend unsere Laienspielgruppe ihre Sache macht. Sie haben nicht zufällig ein paar Münzen für ein bisschen Brot? Natürlich. Hier, nehmen Sie. Hey, andere haben auch Hunger. Madam, wenn Sie ihm was geben, müssen Sie mir auch was geben. Und mir auch, Ma'am. Am besten gleich die ganze hübsche kleine Geldbörse. Was soll das? Wonach sieht's denn aus? Das ist ein Überfall, Schätzchen. Und jetzt gib uns endlich das Geld. Nein! Ihr elendes Gesindel! Brauchen Sie Hilfe, Madam? Verschwinde, Pfaffe! Die Sache hier geht dich nichts an. Wenn diese junge Dame hier bedrängt wird, geht es mich sehr wohl etwas an. Das wollen wir doch mal sehen. Kutscher! Mein Gott, Kutscher, so helfen Sie doch! Nicht so weg! Weg mit euch, ihr Pack! Mein Gott, wie geht es Ihnen? Oh, ja, es geht schon. Vielen Dank. Sieht übel aus. Bringen Sie ihn hier rein. Hier aufs Sofa. Natürlich, Madam. Wer ist das denn? Dieser Herr war so freundlich, mich vor ein paar Dieben auf der Straße zu beschützen. Und dabei haben ihn die Kerle kräftig erwischt. Ist das alles, Ma'am? Ja, ich danke Ihnen. Das ist für Sie. Danke, Margot, Ma'am. Bringen Sie ein Glas Wasser und einen kalten Umschlag. Jawohl, Madam. Wie geht es Ihnen? Es geht schon. Ich bekomme so schlecht Luft. Warten Sie, ich werde die Fenster öffnen. Besser? Oh ja. Ja, viel besser. Entschuldigen Sie bitte die Unannehmlichkeiten. Mrs. Irene Norton. Mrs. Norton. Ja, angenehm. Ich bin wie Carr Hellington. Oh. Naja. Es geht schon gleich wieder, ja. Sie ruhen sich jetzt erstmal aus, Herr Vikar. Und Unannehmlichkeiten bereiten Sie mir auch keine. Ganz im Gegenteil. Schließlich haben Sie versucht, mich aus einer unangenehmen Situation zu befreien. Und ich darf sagen, das war sehr unvorsichtig. Ich hätte den Kerlen einfach das Geld gegeben und dann wären sie schon verschwunden. Aber Ihnen hätte wer weiß was passieren können, als Sie sich da eingemischt haben. Ja. Ach, unser Leben liegt in Gottes Hand, Mrs. Norton. Das mag schon sein. Ein bisschen Verstand schadet aber auch nicht, um es selbst zu beschützen. Aber ich will Ihnen ja keine Vorwürfe machen, ganz im Gegenteil. Ich danke Ihnen sehr, sehr herzlich und werde alles tun, damit es Ihnen wieder besser geht. Ich danke Ihnen, mein Kind. Sie sind ein guter Mensch. Hier ist das Wasser. Danke, Martha. Wir stellen es am besten hier rüber. Feuer! Feuer! Hilfe! Feuer! Feuer! Oh, Gottes Willen! Feuer! 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 Feuer!
Warten Sie, warten Sie! Es ist ein falscher Alarm. Was? Sehen Sie, es ist nur eine Rauchpatrone. Tatsächlich? Martha? Ja, da hat sich wohl jemand einen schlechten Scherz mit Ihnen erlaubt. Es sind mir ein wenig zu viele schlechte Scherze in der letzten Zeit. Die anderen kommen sofort mit Wasser. Es war ein falscher Alarm. Jemand hat uns eine Rauchpatrone in den Salon geworfen. Wer macht denn sowas? Das würde ich auch nur allzu gern wissen, Herr Vikar. Ich hoffe, Sie entschuldigen mich. Ich würde dieser Sache gern auf den Grund gehen. Ja, aber natürlich. Martha, Sie bleiben bei unserem Gast und passen auf, dass es ihm an nichts fehlt. Natürlich, Ma'am. Aber das ist doch nicht nötig, Mrs. Norton. Keine Widerrede, Herr Vikar. Immerhin hat man Sie schwer verletzt. Ich bin gleich wieder zurück. Jawohl, Ma'am. Nun, liebe Martha, Sie müssen aber wirklich nicht auf mich aufpassen. Madam hat es befohlen, also werde ich es tun. Ja, es geht mir aber schon viel besser. Wie schön für Sie. Ja, wenn ich es recht bedenke, geht es mir sogar schon wieder so gut, dass ich wieder heimgehen kann. Es ist ja doch schon recht spät, nicht wahr? Und Zeit für das Abendgebet. Wenn Sie meinen. Ich danke Ihnen vielmals, liebe Martha. Und bitte richten Sie auch Mrs. Norton meinen besten Dank aus. Wie Sie es wünschen. Gott sei mit Ihnen. Auf Wiedersehen, gute Frau. Auf Wiedersehen, Herr Vikar. Lasst mich durch. Lasst mich bitte durch. Danke. Danke, Schatz. Entschuldigen Sie, Sir. Wissen Sie, was da drin los ist? Nichts, mein Junge. Es war nur ein falscher Alarm. Dann ist es ja gut. Watson! Hier bin ich, Holmes. Ah. Gut gemacht, Watson. Sehr gut. In Ihnen steckt das Talent zum Kriminellen. Naja, verbindlichsten Dank. Verbindlichsten Dank, Holmes. Sie bluten ja. Ach, das ist nur ein bisschen rote Farbe, um dem Ganzen ein wenig Dramatik zu verleihen. Na, Gott sei Dank. Und? Hat es funktioniert? Es hat, Watson. Die Fotografie befindet sich mit absoluter Sicherheit im Haus. Ihr Feueralarm war so wundervoll, dass Mrs. Norton direkt zum Versteck ihrer wertvollsten Besitztümer lief. Ich konnte einen kurzen Blick auf das Bild werfen, als sie es herauszog. Und als ich dann rief, dass es ein falscher Alarm sei, hat sie es wieder zurückgelegt und ist aus dem Raum gestürzt. Und? Wo ist das Bild jetzt? Im Salon. In einem kleinen Mauerloch, das durch eine bewegliche Täfelung verdeckt ist, gleich neben dem Glockenzug. Ich habe ein solches Versteck noch nie gesehen. Es ist also kein Wunder, dass die Einbrecher nichts gefunden haben. Ja, aber warum haben Sie es nicht gleich mitgebracht? Weil ich die ganze Zeit von einer äußerst charmanten Haushälterin bewacht wurde. Dann lassen Sie es uns jetzt holen. Dazu ist morgen noch Zeit genug, Watson. Jetzt fahren wir erst einmal nach Hause und schreiben unserem Klienten, dass er sich keine Sorgen mehr machen muss. Glauben Sie, es würde dem König Freude bereiten, anwesend zu sein, wenn wir die Fotografie an uns nehmen? Ja, ich denke schon. Na, dann bestellen Sie ihn doch bitte morgen früh zu uns zum Frühstück. 8 Uhr. So, ich werde jetzt schlafen gehen. Es war ein langer Tag, Watson. Sie haben die Fotografie also wirklich, Mr. Holmes? Noch nicht. Aber Sie haben berechtigte Hoffnungen, sie zu bekommen. Ja, die habe ich, Majestät. Aber bitte, setzen Sie sich doch. Ich werde Mrs. Hudson sagen, dass sie noch ein Gedeck bringen soll. Nein, nein, lassen Sie nur. Ich bin viel zu aufgeregt, um irgendetwas zu essen. Wenn Hoffnungen bestehen, die Fotografie zu bekommen, möchte ich sie möglichst umgehend in meinen Händen halten. Gut,
Dann brauchen wir eine Droschke. Meine Kutsche wartet unten. Ja, das vereinfacht die Sache enorm. So. Frühstück beendet. Haben Sie meinen Hut gesehen, Watson? Nein, Holmes, aber ich bin sicher, Sie werden ihn unter irgendeinem Ihrer Stapel wiederfinden. Wussten Sie übrigens, dass Miss Adler geheiratet hat, Majestät? Geheiratet? Wann? Gestern. Und wen? Einen englischen Anwalt namens Norton. Aber sie kann ihn unmöglich lieben. Ich hoffe doch sehr, dass sie es tut, Majestät. Ach, und warum? Weil es Ihnen in Zukunft Ärger ersparen würde. Wenn die Dame ihren Ehemann liebt, liebt sie nicht Sie, Majestät. Und wenn sie sie nicht mehr liebt, dann gibt es keinen Grund, warum sie noch einmal versuchen sollte, ihre Hochzeitspläne zu durchkreuzen. Das ist wahr. Ja, mein Gott, ich wünschte, sie wäre von meinem Stand. Was für eine Königin wäre sie geworden. Hier, Holmes, Ihr Hut. Ah, da ist er ja, Gott sei Dank. Also dann, auf zum letzten Akt. Der letzte Akt, wie Holmes es ausdrückte, sollte eine grandiose Vorstellung vor königlichem Publikum werden. So zumindest hatte er es geplant. In der hochherrschaftlichen Kutsche des Königs von Böhmen fuhren wir also zur Bryony Lodge. Holmes vermutete, dass Mr. Norton zu dieser frühen Stunde das Haus bereits verlassen hatte, um seinen Geschäften nachzugehen, während er es für unwahrscheinlich hielt, dass Mrs. Norton bereits wach war. Schließlich ist hinlänglich bekannt, dass Künstler einen anderen Lebensrhythmus haben als gewöhnliche Menschen und dass der frühe Morgen nicht zu ihren bevorzugten Zeiten gehört. Holmes rechnete daher damit, dass man uns zum Warten in den Salon führen würde, wo wir in Gegenwart des Königs vollkommen ungestört die Fotografie an uns nehmen könnten, um in Anschluss daran das Haus wieder zu verlassen oder triumphierend auf das Erscheinen von Miss Irene Adler, das Erscheinen von Mrs. Irene Norton zu warten. Dazu sollte es allerdings nicht kommen. Triumphieren sollte in dieser Angelegenheit nicht Sherlock Holmes, sondern seine Gegnerin. Und mein Freund war von dieser Entwicklung der Dinge mindestens ebenso überrascht wie ich selbst. In meiner gemeinsamen Zeit mit Holmes war der Erfolg so sehr zur Normalität geworden, dass ich es überhaupt nicht in Betracht zog, dass einer seiner Fälle mit einem Misserfolg enden könnte. Noch dazu ein vergleichsweise einfacher Fall wie dieser, in dem zumindest kein Mensch sein Leben verloren hatte. Aber Irene Adler hatte den großen Sherlock Holmes tatsächlich überholt und war uns nun einige Schritte voraus. Um nicht zu sagen, einige Meilen. Guten Tag. Wir möchten Mrs. Norton sprechen. Mr. Sherlock Holmes, vermute ich. Ja, woher wissen Sie? Meine Herrin sagte mir, dass Sie hier kommen würden. Sie hat zusammen mit ihrem Gatten heute Morgen um 5.15 Uhr in Charing Cross den Zug zum Kontinent genommen. Was? Sie meinen, sie hat England verlassen? Ja, Sir. Und wie sie mir sagte, beabsichtigt sie keine Rückkehr. Ja, und die Fotografie? Mein Gott! Alles ist verloren. Das werden wir erst noch sehen. Lassen Sie mich doch... Hey! Sie können doch hier nicht einfach so eindringen. Was erlauben Sie sich? Ich werde die Polizei rufen. Gedulden Sie sich noch einen Moment, gute Frau. Wir sind sofort wieder verschwunden. Und wir wollen die Herren von der Polizei doch nicht unnötig bemühen, oder? So eine Unverschämtheit. Sie werden schon sehen, was Sie davon haben. Und Mr. Holmes, haben Sie die Fotografie? Ich habe eine Fotografie, Majestät. Allerdings wohl kaum diejenige, die Sie suchen, da sie Miss Irene allein zeigt. Sonst ist nichts in dem Safe, Holmes. Doch, Watson. Ein Brief für mich.
Für Sie? Für Mr. Sherlock Holmes. Wird abgeholt. Ja, worauf warten Sie noch? Machen Sie ihn schnell auf. Und? Und? Was schreibt sie denn? Mein lieber Sherlock Holmes, Sie haben Ihre Sache wirklich sehr gut gemacht. Sie haben mich vollständig getäuscht. Sogar nach dem Feueralarm hatte ich noch nicht den geringsten Verdacht. Aber als ich dann feststellte, dass ich mich verraten hatte, begann ich nachzudenken. Man hatte mich bereits vor Monaten vor Ihnen gewarnt. Man hatte mir gesagt, dass wenn der König von Böhmen in England irgendjemanden beauftragen würde, es mit Sicherheit Sie sein würden. Man hatte mir auch Ihre Adresse gegeben. Und trotz all dieser Informationen schafften Sie es, mich dazu zu bringen, Ihnen zu offenbaren, was Sie wissen wollten. Selbst nachdem ich misstrauisch geworden war, fiel es mir schwer, Übles von einem so netten, freundlichen alten Geistlichen zu denken. Aber wie Sie wissen, habe ich selbst eine Ausbildung zur Sängerin und Schauspielerin genossen. Männerkostüme sind für mich nichts Neues. Ich mache mir oft die Vorteile der Freiheit zunutze, die man durch sie gewinnt. Daher beauftragte ich meine Haushälterin, auf sie aufzupassen, während ich selbst nach oben rannte, in meine Wanderhosen sprang, wie ich sie nenne, und gerade rechtzeitig unten war, als sie das Haus verließen. Ich war sogar so unvorsichtig, sie anzusprechen, Mr. Holmes. Erinnern Sie sich an den jungen Burschen, der Sie fragte, was im Hause los sei, als Sie sich Ihren Weg durch die Menge bahnten? Nun, ich folgte Ihnen bis zu Ihrer Haustür und vergewisserte mich so, dass ich tatsächlich ein Objekt des Interesses für den gefeierten Mr. Sherlock Holmes bin. Interessant war für mich auch der Herr in Ihrer Begleitung, Mr. Holmes. Ich erinnerte mich, das Gesicht schon einmal gesehen zu haben. Zwar nur kurz und aus einiger Entfernung, aber ich vergesse nie ein Gesicht. Es war der Herr, der zusammen mit einem Stallknecht meiner Hochzeit beiwohnte. Ich hatte Gelegenheit, sein Gesicht für einen kurzen Moment zu sehen, ehe er es verbarg und so tat, als habe ihn die Trunkenheit schläfrig gemacht. Da Sie mir Ihre Schauspielkunst gestern Abend als Vikar Hallington in so überragender Weise vorgeführt haben, bin ich mir inzwischen sicher, dass es sich auch beim Stallknecht Charlie Miller um niemand anderen als Ihre Person gehandelt haben kann. Es ehrt mich, Mr. Holmes, Sie als Zeugen meiner Eheschließung zu wissen, und ich bin mir sicher, dass es Sie interessiert, was es damit auf sich hat. Aber dieses Geheimnis werde ich Ihnen nicht verraten. Eine Frau braucht ihre Geheimnisse, Mr. Holmes. Wie Sie unschwer feststellen werden, stehen Sie nun vor einem leeren Nest. Was die Fotografie angeht, mag Ihr Klient beruhigt sein. Ich werde sie nicht gegen ihn einsetzen. Ich werde nun von einem besseren Mann als ihm geliebt. Der König mag daher tun, was er tun will, ohne etwas zu befürchten zu haben von der Frau, die er so grausam und ungerecht behandelt hat. Ich bewahre dieses Bild nur zu meinem eigenen Schutz auf, um eine Waffe zu haben, die mich gegen weitere Schritte absichert, die dieser Herr in der Zukunft vielleicht gegen mich zu unternehmen gedenkt. Stattdessen lasse ich eine andere Fotografie hier, deren Besitz ihm vielleicht etwas bedeuten wird. Ich bedauere, Mr. Holmes, dass wir uns nicht unter anderen Umständen kennengelernt haben und verbleibe ganz die Ihre. Irene Norton, geborene Adler. Was für eine Frau! Bei Gott, das können Sie laut sagen. Habe ich Ihnen nicht erzählt, wie schnell und entschlossen sie ist? Mein Gott, welch bewundernswerte Königin hätte sie abgegeben. Es ist wirklich ein Jammer, dass sie von so gänzlich anderem Stand ist als ich. Der Stand dieser Dame scheint in der Tat ein gänzlich anderer zu sein, als ich ihn bisher bei ihren Geschlechtsgenossinnen erlebt habe. Ich bedauere, Majestät, dass es mir nicht gelungen ist, eurer Angelegenheit zu einem erfolgreicheren Ende zu verhelfen. Aber ganz im Gegenteil, mein lieber Mr. Holmes. Ich hätte mir kein erfolgreicheres Ende vorstellen können. Ich weiß, dass sie ihr Wort halten wird. Die Fotografie ist jetzt ebenso sicher, als hätten wir sie verbrannt. Ich freue mich,
dass Sie die Dinge so sehen. Ich stehe tief in Ihrer Schuld, Mr. Holmes. Bitte sagen Sie mir, wie ich Sie für Ihre Mühen entlohnen kann. Hier, nehmen Sie diesen Ring. Sind das Smaragde? Einige der wertvollsten Smaragde auf dieser Welt. Er soll der Ihre sein. Sie haben ihn sich redlich verdient. Ich danke Ihnen, Majestät. Wenn es nicht zu unverschämt ist, hätte ich allerdings lieber etwas anderes, das sich in Ihrem Besitz befindet. Sie müssen es nur aussprechen, und es gehört Ihnen. Ich hätte gern diese Fotografie. Die Fotografie von Irene? Aber natürlich. Hier, nehmen Sie. Ich danke Ihnen. Und mehr wollen Sie nicht? Dieser Fall hat mir bereits sehr viel mehr gegeben, als Sie es sich vorstellen können. Wenn Sie entschuldigen, Majestät, würde ich jetzt gerne nach Hause gehen. Aber natürlich, natürlich, Mr. Holmes. Ich rufe eine Droschke. Lassen Sie nur, Watson. Ich möchte mir ein wenig die Füße vertreten. Es gibt da ein paar Dinge, über die ich nachdenken muss. Aber seien Sie doch so gut und begleiten Sie unseren Klienten in sein Hotel. Danke, Watson. Auf Wiedersehen, Majestät. Aber Holmes! Auf Wiedersehen, Mr. Holmes. Und nochmals, vielen Dank. Tja, wie es aussieht, hat ihn dieser Fall ziemlich beeindruckt. Das kann ich nur zu gut verstehen. Irene ist eine ganz besondere Frau, Doktor. So jemandem begegnet man nur einmal im Leben. Das hoffe ich doch sehr für meinen Freund, Majestät. Wenn ihm Frauen wie Miss Adler in seiner Karriere noch häufiger über den Weg laufen, könnte es am Ende seinen Ruf schaden. Der große Sherlock Holmes, ausgetrickst von einer Frau. Ausgetrickst von einer Frau wie Irene, Doktor. Das ist eine ehrenvolle Niederlage. Ihr Wort in Gottes Ohr, Majestät. Kommen Sie. Ich begleite Sie ins Hotel. Sie werden sicherlich glücklich sein, wenn Sie bald wieder Ihre Braut in die Arme schließen können. Ich werde glücklich sein müssen. Sie ist eine gute Partie. Das ist alles, was zählt in meinen Kreisen, Doktor. Wie gut, dass ich kein König bin, Majestät. Und wie gut, dass ich kein Arzt bin. Stellen Sie sich nur die armen Patienten vor.